Ich habe mich sehr über den Schlossermeister aufgeregt. Aber vielmehr habe ich mich über die nächste Person aufgeregt, die jetzt folgt. Der nächste Song heißt Petri Heil. Bei Anne Will und ihren Freunden, nein, Pause macht sie nicht. Reden kann sie viel und dabei lächeln kann sie auch. Doch für sie ist das ein Spiel, das keiner braucht. Wenn man sie dann darauf anspricht, wenn man sie dann danach fragt, dann schüttelt sie den Kopf, das hat sie niemals so gesagt. Sie haben ja keine Ahnung und erhört, was sie geredet. Ich find's Wahnsinn, dass du deinen Bart in so kaschierst, Petri Heil. Höcke, Hoppe, Reiter, tausend Jahre, ja, das schreit, da soll Ideen für dich verbreiten. Kannst du einen Höcke-Tiger reiten? Und der Storch, der bringt die Kinder und die Frauen können weg. Das ist alles irgendwo in der Verfassung drin versteckt. Abgeknallt. Sag mal, Mädel, war es dir in deinem Wuschelfeld zu kalt? Madame, ich kann dein braunes Fell trotzdem deutlich sehen. Wenn du mir einmal begegnest, solltest du schnell weitergehen, du und der Storch. Reiten den Tiger, oh Petri Heil. Hauke liebt den Peter und der Peter liebt den Hauke. Doch da gibt es ein Problem und das Problem, das nennt sich Gender ignorieren, Schwule diskriminieren, kastrieren. Aber immer daran denken, dass wir friedlich demonstrieren. Gewaltvolle Parolen, gewaltfrei kommunizieren. Das Lächeln nicht vergessen und das Image auch polieren. Du hast halt deine Meinung, doch die finde ich. Egal wie breit du lächelst, vor dir zieh ich keinen Hut. Armer Hauke, armer Peter, oh Petri, ei. Ich schalte den Fernseher wieder aus und sie lacht mir ins Gesicht. In der Zeitung auf Plakaten, nein, Pause macht sie nicht. Sie hat halt ihre Meinung und ich habe halt meine auch. Und ich möchte gar nicht sagen, dass sie mir meinen Tag versaut. Petri Heil.